Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezo. Ich bin Arezo und wir können abhängen mit Wolverine. Wenn du gut genug wirst, erlaube ich dir vielleicht, mich Logan zu nennen. Okay, lass uns was trinken. Du bist entspannter als erwartet. Ich habe Urlaub. Die Mutter der Dämonen bekämpfen ist Urlaub? Okay, Studienurlaub. Im Vergleich dazu, Kids zu unterrichten, ist das Urlaub. Oh, stimmt, ja. Er ist ja tatsächlich auch Lehrer bei den X-Men, ne? Du unterrichtest, schwer zu glauben. Bring es uns bei. Ich verstehe den Unterschied nicht. Du als Lehrer. Schwer vorstellbar. Um ehrlich zu sein, geht's den meisten Kids auch so. Aber niemand will Professor Messerhand sauer machen. Also halten sie die Klappe und hören zu. Meistens. Wer hat dich Professor Messerhände genannt? Molly Hayes. Nettes Mädchen. War früher eine von Nikos Runaways. Gehört zu den wenigen, die mir den Hintern versohlt haben. Ein nettes Mädchen hat dir den Hintern versohlt? Ja, ich hätte sie nicht zum Weinen bringen sollen. Wenn sie sich aufregt, prügelt sie dich durch eine ganze Kirche. Du hast sie also zum Weinen gebracht. Dann hat sie dir den Hintern versohlt. Man muss lernen, mit Beleidigungen klarzukommen. Wenn ein Feind so an dich rankommt, hast du verloren. Ich habe mich nur über ihren Hut lustig gemacht. Und dann schlug sie zu und ich flog wie ein Flummi an die Decke. Als ich wieder aufwachte, hing die untere Hälfte meines Körpers vom Dach des Danger Rooms. Was ist dann passiert? Sie war total fertig. Hat wie ein Schlosshund geheult. Sie dachte, sie hätte mir wehgetan. Ehrlich gesagt, unterrichte ich deshalb dort. Um Kinder zum Heulen zu bringen? Nein, das ist ein Bonus. Ich unterrichte dort, weil sie ihre Grenzen nicht kennen. Ich bin der Fehler, von dem sie lernen, damit sie kein anderer bis an ihr Lebensende verfolgt. Oh, das ist süß von ihm. Okay, dafür bekommt er eine Snackbox kanadische Rootbeer-Kollektion. Hat Charles dir den Tipp gegeben? Es steht kanadisch drauf, es ist was zu trinken. Aktivität geliebt, Konversation plus 2, Geschenk geliebt, wunderbar. Abteil-Outfit für uns beide. Aber ja, es ergibt absolut Sinn, weil so viele der X-Men eben, also nicht der X-Men, der Mutanten eben diese schlechten Erfahrungen machen, ne? Und jemanden wie ihn, den man so schlecht töten kann. Gut, hier haben wir volle Kraft, ein X-Men-Outfit bekommt er. Und ja, Molly Hayes ist im Prinzip sowas wie ein klitzekleiner Hulk. Mit mehr Selbstkontrolle und weniger Stärke, soweit ich das weiß. Oh, das sieht nicht schlecht aus, ne? Gut. Jetzt sind wir Biker. Okay. Bobby, ich brauche deinen Geist. Dann schnappen wir uns noch diese Kiste. Okay. Da... Oh, sogar... Achso, ja klar, Midnight Suns Paletten bekommen wir jetzt zum Teil. Für die anderen Leute. Wir müssen auch irgendwann mal in einer Folge die ganzen Midnight Suns Outfits durchgehen. Ich werde sie höchstwahrscheinlich nicht nehmen, jedenfalls nicht bei allen. Aber ja, eine Kostümfolge müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Spreche ich mit Caretaker? Nein, danke, aber ich erwarte einen Anruf von Vulvi. Da ist er. Pass auf, ich bin nicht der Typ für Geschenke, also erwarte nicht zurück. Aber ich mag, was du mir gegeben hast. Unser letztes Zweier-Treffen ist eine Weile her, was meinst du? Das war gestern! Gestern Abend. Klingt nach Spaß, passt für mich. Okay. Nimmst du Musikwünsche an? Da ist aber jemand gut gelaunt. Hast du dir den Ausdruck, das Pfeifen im Walde gehört? Du triffst ziemlich gut die Töne, Logan. Nimmst du auch Wünsche an? Mein Repertoire ist ziemlich beschränkt. Es sei denn, du stehst auf O Canada oder Seefahrerlieder. Oh, Seefahrerlieder sind cool. Aber
Ich pfeife gern, was immer du möchtest. Ich fühle mich heute lebendig. Und das schreibe ich ganz dir zu. Mir? Ich habe keine Ahnung, wie diese Schlacht gegen Lilith ausgehen wird. Ganz besonders für alte Hasen wie mich. Aber die Zeit mit dir hat mich völlig und uneingeschränkt davon überzeugt, dass die Zukunft in guten Händen ist. Dein Vertrauen ist berechtigt. Du bist nicht der einzige alte Hase hier. Ich bin nicht sicher, ob es eine Zukunft geben wird. Ja, er ist nicht der einzige alte Hase hier, ne? Er ist nur der... Moment. Er ist der drittälteste in der Abtei, ne? Wenn wir einfach nur vom Geburtsalter gehen. Es sei denn, wir zählen Sparky mit, weil Sparky als Dämon eventuell schon viel länger lebt. Aber ansonsten haben wir Caretaker, dann haben wir natürlich hier Hunter. Dann haben wir Wolverine und dann Cap. Allerdings von gelebter Erfahrung dürften es ja, Caretaker und dann Wolverine sein. Wir könnten natürlich noch Aegis erzählen und natürlich Sparky. Logan, ich bin älter als du. Ja, und ich bin ziemlich sicher, dass du mich überlebst. Was ich sagte, ist und bleibt wahr. Und was ist mit dir? Was hast du nach all dem vor? Urlaub machen? Ich? Ich überlege tatsächlich mal bei Charles Xavier durchzuklingeln. Vielleicht kann ich ja wieder zu den X-Men, wenn all das vorüber ist. Wer weiß, vielleicht geht er ja sogar ans Telefon. Das widerspricht jetzt so ein bisschen dem Gespräch, das wir gestern hatten, ne? Weil er dort gesagt hat, dass das hier sein Studienurlaub ist, weil das weniger anstrengend ist, als Schüler zu unterrichten. Aber ja, dieses vielleicht zurück zu den X-Men, das ist dann offenbar nicht, was er regulär so macht. Der ist nicht, wäre ein Narr, du gehörst hierher zu uns, ich wünsche dir viel Glück. Wer deinen Anruf nicht annimmt, ist ein Narr. Charlie ist vieles, aber kein Narr. Alles, was zwischen uns steht, ist sehr wahrscheinlich meine Schuld. Aber danke für die warmen Worte und das Mutmachen. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt gern in dieses Wasser springen. Sieht einladend aus. Komm gern mit. Ich mag ein Einzelgänger sein. Aber das heißt nicht, dass ich gern allein bin, Kumpel. Ja, pass bloß auf, dass das Wasser nicht zu tief ist. Oh nee, er scheint tatsächlich zu schwimmen. Und zwar sehr locker, wie das aussieht. Was erstaunlich ist, ne? Einmal ne... Ich glaube nicht, dass er schwimmen kann. Und wenn, dann bestimmt nicht so einfach. Er hat keine so extreme Superstärke. Er ist stärker als der Durchschnittsmensch, da bin ich mir ziemlich sicher, aber nicht so stark, dass er mit einem Adamantium-Skelett einfach umherschwimmen kann. Dafür kann er ohne Probleme Fluch der Karibik spielen und unten auf dem Meeresgrund rumlaufen. Helden mit niedrigem Level steigen automatisch ein Level auf, wenn Hunter ein Level aufsteigt. Ja, toll, gut. Besiege die Erinnerungsgeflüster und halte die Fähigkeitskarte Midnight Spezial. Es gibt unbegrenzt viele Aktionen. Nachziehen und Manöver sind deaktiviert. Okay. Also, besiege alle vier Erinnerungsgeflüster und erhalte Midnight Spezial. Gut. Das heißt, wir müssen diese vier Leute besiegen. Ich gehe nur nochmal sicher, dass ich auch wirklich gelesen habe, was da steht. Jeder davon hat 40. Gut, gut, gut. Hiermit können wir zurückwerfen und verwundbar anwenden. Hiermit haben wir Verkettung 3. Hiermit haben wir Verkettung 4. Hiermit haben wir Verkettung 2 und Stärkung. Legale Gegner in einem Gebiet mit Provozieren erhalte Konter. Gehen wir es an. Zwingt alle von Wolverine provozierten Gegner sofort anzugreifen. Ah, okay. Mal sehen, wie gut können wir provozieren. Wir können nur eine Seite provozieren, wie es aussieht. Oder, Moment. Ausweiden macht ebenfalls provozieren. Okay. Okay, die sind provoziert und wir haben unser Konter. Jetzt können wir Ausweiden benutzen.
damit provozieren wir die anderen. Sollten wir das aufteilen? Ich bin nicht ganz sicher. Außerdem können wir hier mit noch verwundbar anwenden. Also wenn wir die beiden hier schon schwächen. Moment, was macht Kettenhiebe noch extra? Provoziert ebenfalls. Ha. Okay. Wir verwunden den mal. Dann verwunden wir den hier mal. Okay, die sind beide verwundbar. Jetzt können wir mit gehen wir es an. Also wir haben... Ah ne, wir haben den Sprung des Todes hier noch nicht. So, jetzt haben wir unsere Stärkung. Okay, und jetzt lassen wir uns angreifen. Autsch. Autsch. Wir hatten die hier hinten noch nicht provoziert, weil wir nicht die, weil wir weder ausweiten noch... Ah, na toll. Okay. Ja, das reicht dann jetzt natürlich nicht. Wir schlüpfen trotzdem rum. Warum Schlüpfen Spaß macht. Es gibt tatsächlich ein Wolverine-Spiel, fällt mir gerade ein. Ich hab's angefangen damals, aber nicht zu Ende gespielt. Es gibt auch ein Deadpool-Spiel. Bin nicht sicher, ob das wirklich was für den Kanal wäre. Okay. Wir benutzen erst einmal den Sprung des Todes. Und ich werde sagen, wir machen das bei dem hier. So. Wir belegen die hier mit Provozieren. Okay, die sind provoziert. Jetzt provozieren wir die beiden hier noch. Eigentlich müsste ich hier auch sehr viel rumrechnen, aber rumrechnen ist immer etwas, bei dem ich mir Sorgen mache, dass es viel zu langweilig für die Zuschauer ist. Und ich hätte mir mal auch angucken sollen, wie viel Schaden ich mache und nicht nur, wie viel Schaden ich einstecke, wenn die angreifen, ne? So. Jetzt haben wir nur noch das Ausweiden. Autsch. Okay, Nummer 1 ist erledigt. Okay, 16 Schaden machen wir. An den schon, aua, verwundbaren. Das könnte theoretisch hinhauen. Ausweiten macht Verkettung 4, ja. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Bei ihm hoffe ich auf eine wirklich coole Fähigkeit. Midnight Spezial 10. Verbraucht sämtlichen Heldenmut, um zufälligen Gegnern 10-mal Schaden zuzufügen. Einmal je Heldenmut. Okay, der Schaden erhöht sich mit jedem Angriff um 4. Okay, das könnte sehr interessant sein. Wenn es eben wirklich voll ist, dann... Ich finde es wirklich schade, dass sie nicht für jeden dann, wenn die Karte
wenn man die Karte bekommt, eine wirkliche Demonstration dort möglich machen. Weil dafür hätte man jetzt 10 Gegner gebraucht, einfach. Gut. Das haben wir geschafft. Das heißt, die einzige Person, die noch übrig bleibt, ist Eddie. Und wenn wir es mit Eddie geschafft haben, dann können wir auf die letzte Mission gehen. Aber erst einmal gehen wir hier hin. Deck bearbeiten. Midnight Spezial. 64. Und mal sehen, wenn wir es verbessern, dann plus 1 Heldenmut für jedes K.O. Aber es wird auch erschöpft. Das gefällt mir nicht so. Hier habe ich noch meine rasante Heilung, die ich mal wegmachen kann. Berserker missfällt mir jetzt nicht wirklich, aber ich weiß auch nicht, ob es mir gefällt. Sprung des Todes, brauche ich das zweimal? Ich bin nicht ganz sicher. Ich denke, ich brauche es nur einmal. Außerdem gibt uns das ein bisschen Angriffsessenz. So. Kein Zurück mehr. Und jetzt, wo wir seine Karte haben, können wir auch die Gamma-Helix aufmachen. Ich wollte eigentlich damit warten, bis ich seine legendäre Karte bekommen habe. Aber das ist jetzt nicht mehr wirklich etwas, worauf ich warten muss, ne? Das gehört zu meinen besten Arbeiten. Okay, davon ist nichts wirklich das Richtige. Immer noch nicht. Wollen wir noch ein bisschen weiter mischen? Wir haben noch ein paar neue Mischen übrig. Na. Und noch ein letzter Versuch. Nö, hat alles nichts gebracht. Okay. Ja, okay, wir nehmen die beiden mit. Müssen uns merken, wo die jetzt rumlagen. Hier wird einmal zu den Waffen weggemacht. Und bei ihr wird Regen aus Schlägen weggemacht. Ja, das verbrauche sämtliches Blocken gefällt mir dort eben nicht. Okay, das war das. Wir sollten auch mal bei den Geschenken nachgucken, ob eventuell etwas da ist, das direkt für Venom gut wäre. Premium-Skizzenbuch. Glaube ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Obwohl, Moment, wir können. Moment, im Flüsternetz haben wir. Wir haben noch einen Infospeicher übrig. Wir haben 2 Infospeicher übrig. Und Sheet Exchange, nichts Interessantes. Okay, machen wir mal schnell das mit dem Infospeicher hier. Es stört Tony sicher nicht, wenn ich X-Bomb auf Center installiere. Zur taktischen Forschung. Hat sie gerade gesagt, dass es ihn nicht stören würde, dass sie X-Com installiert? Ja, das ist ganz witzig, weil natürlich Firaxis, die das hier auch gemacht haben, auch die neuen XCOM-Spiele rausgebracht haben. So, Heldenmission. Such dir dein Ziel aus. Die freundliche Feindin, She-Hulk, schickte uns eine dringende Nachricht. Eine alte Widersacherin, Titania, ist hinter mir her. Sie will eine Revanche und denkt fälschlicherweise, dass es jetzt, wo ich nicht mehr grün werden kann, ein leichtes sein wird. Tja, sie kriegt eine deftige Nicht-Gamma-Portion, wenn sie es versucht. Wir sollten einen Helden schicken, der mit ihr kämpft. Einen Mutanten sollen wir hinschicken. Na gut, wir haben Mutanten. Ja, okay. Klingt gar nicht so schlecht. Und der Mörder etwas vom Irgendwas-Ort. Das klingt nach Deadpool-Zeug. Angestellte der Stadt berichten während einer Routineprüfung der Wartungstunnel der Brooklyn Bridge von einem... Angestellte der Stadt berichten während einer Routineprüfung der Wartungstunnel der Brooklyn Bridge von einem gruseligen und unnatürlichen Scheppern. Wir widersetzen uns allem, was wir aus den Horrorfilmen gelernt haben. Jemand sollte den gruseligen Geräuschen in den dunklen Tunneln nachgehen. Okay. Vulvi. Los. Dieses eine Mal tue ich dir den Gefallen. Danke sehr. Okay, nächste Folge. Venom-Zeug. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.